Vielen Dank. Es freut mich sehr, hier bei Ihnen sein zu dürfen. Ich wünsche Ihnen eine gute zusammen zunächst. Heute beginnen wir mit Reis. Sie kennen sicherlich dieses Reisbrett und die Allegorie dazu. Also der chinesische Kaiser wollte jemanden vergüten für einen Gefallen, den er ihm getan hat, und fragte, okay, was kann ich für dich tun? Und dann meinte er, ja, ein Reisbrett voller Reis. Und zwar machen wir das so, wir beginnen mit einem Reiskorn, im nächsten Feld zwei, dann vier, dann acht und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, kein Problem. Und es hat sich herausgestellt, dass er das nicht bezahlen konnte. Warum? Das sind aber Tonnen, ganze Berge, Gebirge von Reis, die da am Ende dabei herauskommen. Und das ist die Situation, vor der wir stehen bei der digitalen Revolution. Denn jedes Jahr verdoppelt sich die Datenmenge. Und das bedeutet nichts anderes, als dass in einem Jahr so viel Daten produziert werden, wie in allen Jahren zuvor, in der gesamten Menschheitsgeschichte. Das ist atemberaubend und die Frage ist, was passiert da? Ja, also zunächst einmal innerhalb von einer einzigen Minute werden 700.000 Google-Anfragen geschickt, 500.000 Facebook-Posts ins Internet gestellt und dann entstehen natürlich Daten mit unserer Bewegung, Mobilitätsdaten, Shopping-Daten und so weiter und so fort, Daten aller Art. Das heißt, egal was wir tun, es hinterlässt mittlerweile eine Art digitale Spur. Und das kann man nutzen für verschiedene Services, also insbesondere eben Sprachsteuerung, das kennen wir von Siri, zum Beispiel Echtzeitübersetzung, High-Frequency-Trading, Algo-Trading, wie man auch sagt. Und dann zum Beispiel IBM Watson, also intelligente Systeme, aber auch das CERN, die größte zivile Big-Data-Infrastruktur, und personalisierte Werbung. Also das alles baut auf all diesen Daten auf und viele Dinge mehr. Und so entsteht nun die Möglichkeit, dass wir mit all diesen Daten die Welt um uns herum abbilden. Und zwar möglicherweise bald sogar in Echtzeit. Also zum Beispiel können wir abbilden, wie sich Krankheiten ausbreiten in der Welt. Wir können das besser verstehen, dadurch können wir sie auch besser bekämpfen. Wir können verstehen, wie sich Spannungen, internationale Konflikte ausbreiten. Wir können aber auch angenehme Dinge verstehen, wie zum Beispiel, wie sich Ideen verbreiten in der Welt, wo sie geboren werden, wo sie konsumiert werden. Dann sind wir wieder beim Thema. Und schließlich auch, welche Ideen aufkommen. Wir sprechen hier von Memen, in Analogie zu gehen. Und es ist sogar möglich, über einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren die Entwicklung der Kultur nachzuzeichnen, allein mit den Geburtsgottesdaten von Künstlern. Und dann sieht man tatsächlich sozusagen die Kunstgeschichte innerhalb von wenigen Minuten am Auge vorbeiziehen. Es gibt ein sehr schönes Video dazu. Charting Culture finden Sie bei YouTube. Ja, aber gleichzeitig ist das eben auch ein Big Data Tsunami, der über uns hinwegbraust. Denn alle unsere wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Institutionen werden sich ändern. Ja, die Art und Weise, wie wir einkaufen gehen, hat sich schon lange geändert. Wir kaufen bei Amazon, wir kaufen bei eBay im Internet. Wir forschen auf eine andere Art und Weise. Wir benutzen nun Big Data, um Einsichten zu gewinnen. Wir haben eine neue Art von Erziehung, personalisierte Erziehung und MOOCs und solche Dinge kommen auf. Also diese massiven Online-Courses. Wir werden bald selbstfahrende Fahrzeuge haben, Güter mit Drohnen transportieren. 3D-Drucker erlauben es uns, zu Hause zu produzieren. Unser Gesundheitssystem wird sich verändern, wir werden personalisierte Medizin haben, die zugeschnitten ist auf unseren Körper. Wir werden vielleicht den Ausbruch von Krankheiten vermeiden können, bevor sie da sind, also mehr Vorsorge. Und insofern kann man sagen, die ganze Ökonomie wird sich verändern, aber die Politik sicherlich auch. Im Finanzbereich haben wir schon große Umwälzungen gesehen. Früher wurden die Zahlung über den Schalter abgewickelt. Heutzutage ist es natürlich so, dass 70% der Transaktionen schon von Algorithmen gemacht werden. PayPal, Bitcoin, Google Wallet, all das
hat das Finanzwesen revolutioniert und das wird nicht das Ende sein. Das gleiche mit dem Versicherungsbusiness. Da haben wir heutzutage sehr viel Handel in Credit Default Swaps. Das sind riesige Beträge, um die es da geht. Und letzten Endes wird sich auch der Krieg verändern. Ja, wir sprechen heutzutage von Cyber War und wir sehen es immer mal wieder aufblitzen, diese Möglichkeit, dass das jetzt passieren kann. Aber nicht nur die Datenmengen erhöhen sich und die Institutionen verändern sich, sondern wir sehen auch letzten Endes, dass künstliche Intelligenz jetzt langsam an den Punkt kommt, dass es uns Menschen gefährlich wird. Ja? Innerhalb von 15 Jahren oder so, manche Leute glauben in 5 Jahren, andere in 40 Jahren, aber jedenfalls innerhalb von unserer Lebenszeit werden Computer existieren, die die menschliche Intelligenz erreichen und überschreiten. Und die Frage ist, was sind die Implikationen davon? Ja, schon vor vielen Jahren haben wir gesehen, dass der weltbeste Schachspieler geschlagen wurde von einem Computer, Deep Blue. Heutzutage sehen Fabriken oft menschenleer aus. Ja, das heißt robotische Produktion. Bald werden wir als Fahrer vielleicht ersetzt werden, weil es die Google-Autos vielleicht besser können. Maschinen wissen mehr. IBM Watson hat sogar eine Spielshow gewonnen und wir haben natürlich immer intelligentere Roboter. Und diese Roboter werden nicht einfach programmiert und tun dann, was man ihnen sagt, sondern die können lernen, die entwickeln sich weiter und die können im Prinzip andere Roboter bauen und vielleicht sogar intelligentere Roboter. Das heißt, wir haben hier Reproduktion und Evolution und zwar auf einer viel schnelleren Skala. Ja, früher oder später werden die an uns vorbeiziehen und das ist übrigens nicht nur meine Meinung, sondern vor allem die Meinung der Leute im Silicon Valley. Ja, wenn Sie Elon Musk hören, Bill Gates oder Steve Wozniak, den Apple-Mitbegründer, die machen sich große Sorgen über künstliche Intelligenz und sagen eigentlich, fahren wir im vollen Karacho auf eine Klippe zu und hoffen, dass uns unterwegs das Benzin ausgeht. Ja, aber das Schlimmste wird vielleicht sein, dass viele von unseren Jobs verloren gehen werden. 50% der Jobs wird prognostiziert von Leuten von der Universität Oxford und vielen anderen Experten. Innerhalb von 10 bis 20 Jahren werden wir also eine Umwälzung unserer Ökonomie sehen. Wir müssen die halbe Ökonomie neu erfinden. Nichts anderes bedeutet das innerhalb von 2 Jahrzehnten. Das ist der reinste Wahnsinn, ja. Also was jetzt passiert ist, eine neue Transformation der Gesellschaft. Wir hatten einen Übergang von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft mit der Erfindung der Dampfmaschine. Dann kam schließlich die Servicegesellschaft auf und nun kommt die digitale Gesellschaft auf. Und diese Übergänge leider waren nicht immer ganz glatt. Ja. Sie gehen oft einher mit Finanzkrisen und ökonomischen Krisen, ja, zum Teil mit Revolutionen und Kriegen, also Dinge, die wir gerne vermeiden möchten. Und deswegen müssen wir uns schleunigst Gedanken darüber machen, wie wir mit diesem Problem zurechtkommen, ja, damit dieser Übergang möglichst glatt abläuft. Schon heute sehen wir in vielen Ländern Jugendarbeitslosigkeit über 50%. Das heißt, das Problem ist schon direkt vor der Tür. Es ist nicht ein abstraktes Problem, sondern sie sind mittendrin in dieser Transformation und das bedeutet auch für Unternehmen nicht unbedingt Gutes, denn 40% der Top 500 Unternehmen verschwinden innerhalb von 10 Jahren. Das heißt, auch da wird es eine unglaubliche Umwälzung geben. Also, wir müssen davon ausgehen, dass es intelligente Maschinen gibt, die zunächst unsere Werkzeuge sein werden, dann praktisch unsere Partner, also die Kollegen quasi, dann unsere Coaches, ja, sie werden uns unter ihre Fittiche nehmen und schließlich wahrscheinlich unsere Bosse sein. Ja. Und darüber wird schon geforscht am MIT und interessanterweise ist es sogar so, dass die Angestellten das zum Teil lieber mögen als einen menschlichen Chef, also Prost Mahlzeit kann man da sagen. Da steht uns was bevor. Und insofern kommt natürlich auch die Debatte auf, müssen wir uns bald upgraden, damit wir überhaupt noch mithalten können mit dieser künstlichen Intelligenzexplosion. Ja?
Also das ist natürlich eine künstlerische Illustration, aber die Frage ist, ja, werden wir bald Brain Implants haben? Und die Frage ist, wer von Ihnen würde das machen, wenn das ginge? Also das muss man wirklich ein bisschen mutig sein. Das war bei Pharmakollegen, da hat ungefähr die Hälfte von Ihnen gestreckt. Also es ist keine Schande zu sagen, ein bisschen mehr Intelligenz schadet niemandem. Diese Dinge sind nicht abstrakt, sondern die werden getestet, ja. Und es gibt heutzutage schon Cyborgs, das heißt aufgerüstete Menschen, die zum Teil Technologie in sich tragen, die ihnen zusätzliche Fähigkeiten geben. Und insofern muss man die aufkommende Diskussion über künstliche Intelligenz und insbesondere Superintelligenz ernst nehmen. Und insbesondere deswegen, weil sich tatsächlich die Frage stellt, nach der Automatisierung der Produktion und selbstfahrenden Fahrzeugen steht jetzt die Automatisierung der Gesellschaft an. Und ich glaube, das ist im vollen Gange, ehrlich gesagt. Ja? Es gibt Unternehmen, die versuchen, eine Kristallkugel zu bauen, in die Zukunft vorauszusagen. Braucht man natürlich sehr viel Daten, aber diese Daten existieren ja heutzutage. Eine dieser Firmen nennt sich sogar Recorded Future, also da ist das, was noch gar nicht passiert ist, schon aufgezeichnet quasi. Auch das Militär interessiert sich für diese Dinge und baut an solchen Informationssystemen. Und es ist natürlich auch immer interessant zu schauen, was Google eigentlich so alles tut und wie man das interpretieren könnte oder sollte oder müsste. Ich überlasse das Ihnen, weise nur darauf hin, dass es schon ein bisschen diesen Trend gibt, omnipräsent zu sein, auch in den entlegenen Gegenden der Welt mit dem Google Loon-Projekt, alles zu wissen, soweit das eben machbar ist. Ja, früher mit Google-Anfragen, da verraten wir ja viel über unser Seelenleben, auch mit den Fragen, die wir eingeben oder Suchwort, dann alles wird aufgezeichnet, das ist eben klar. Dann mit Google Glass oder Google Nest, ja, da hätten Sie es dann direkt zu Hause, wurde also aufgezeichnet, was Sie so tun. Und dann gibt es letzten Endes auch Plattformen, die unser Verhalten beeinflussen, um nicht gar zu sagen manipulieren. Bei der personalisierten Werbung ist es ja ohnehin so. Bei Google Now und Android M, was jetzt aufkommt, wird das noch viel mehr sein. Da werden wir letzten Endes gesteuert, ferngesteuert. Man muss es nicht negativ sehen. Ich meine, das sind digitale Assistenten, die uns helfen sollen. Das Problem ist nur, da wird anderswo entschieden, was ihnen vorgeschlagen wird. Sie wissen gar nicht, was es sonst noch so für Alternativen gibt, die ihnen halt einfach nicht gezeigt werden. Und insofern ist auch die Frage, werden wir immer stärker beeinflusst und am Ende vielleicht auch bei der Wahl, ist eine Diskussion, die jetzt gerade erst aufgekommen ist. Dann arbeitet Google an DeepMind und Google Brain, das heißt, man möchte hier Superintelligenz schaffen und all diese Daten, die mit unseren Google-Anfragen gesammelt werden, werden da wahrscheinlich genutzt, um eine künstliche Intelligenz drüber zu legen. Und die Frage ist natürlich, was wird damit gemacht? Und nebenbei wird auch mit Google Calico letzten Endes daran gearbeitet, uns unsterblich zu machen. Und man könnte auch sagen, Google möchte der Herrscher über Leben und Tod sein. Mit anderen Worten, möchte Google Gott sein. Ja? Und das muss man nicht unbedingt verurteilen. Das ist einfach ambitioniert. Die Frage ist, ist das gut oder schlecht für die Welt? Ja? Und erst vor kurzem ist eigentlich hier in Europa die Diskussion aufgekommen, ja, möchte das Silicon Valley letzten Endes die Welt völlig neu gestalten, nach ihrem Gusto. Und wenn man sich die Stimmen so anhört, dann kommt man zu dem Eindruck, ja, das ist so. Ja, kreative Zerstörung, die Atombombe als Symbol, ich empfehle Ihnen da, die Spiegelartikel dazu zu lesen, also wenn man sich genügend damit beschäftigt, dann wird einem klar, hier steht eine globale Umwälzung bevor. Die Frage ist nur, ist es die Art von Umwälzung, die nach unserem Gusto ist?
Also was wird theoretisch möglich? Das ist die Frage. Könnte mit all diesen Daten sozusagen wie ein wohlwollender Diktator oder wie ein weiser König herrschen? Könnte man die Welt optimieren? Ja? Das ist ja vielleicht gar keine schlechte Idee. Die Frage ist, wer von Ihnen würde das gut finden, wenn wir so ein großes Informationssystem hätte, was letzten Endes entscheidet, was richtig ist für die Welt. Viele Fehler könnte man vermeiden. Wer denkt, das wäre gut zu haben? Wer denkt vielleicht doch, ja, ich sehe da einige Leute skeptisch den Kopf schütteln, und ich habe das immer erlebt bei meinen Vorträgen. Also es geht nicht nur Ihnen so. Aber wir spielen das jetzt mal durch gedanklich, denn wir müssen verstehen, was da abläuft. Ja? Also, wenn wir das wollten, die Welt optimieren, die Welt steuern, dann brauchen wir natürlich nicht nur die Möglichkeit zu sehen, was passiert, sondern wir müssen sie auch beeinflussen können. Und vielleicht könnte es funktionieren, man sagt ja immer, Wissen ist Macht. Wir bräuchten also ein Steuerinstrument, und das müsste so etwas wie ein digitaler Zauberstab sein, mit dem man das Verhalten der Leute beeinflussen könnte, damit die Voraussage über die Zukunft der Welt nicht letzten Endes fehlschlägt. Ja? Wir denken ja, wir können machen, was wir wollen. Aber die Frage ist, tun wir das auch? Oder werden wir nicht letzten Endes durch personalisierte Informationen beeinflusst? Ja? Denken Sie nur darüber nach, wie oft Sie am Tag in Ihr Smartphone schauen oder am Computer sitzen und letzten Endes den Informationen folgen, die da sind. Ja, das mögen gute Informationen sein, aber die Frage ist, gibt es vielleicht noch bessere Informationen, bessere Alternativen bei Ihren Entscheidungen? Sie sehen gar nicht die komplette Welt. Sie sehen das, was vom Unternehmen vorgegeben wird. Und die Frage stellt sich also, werden wir in Zukunft ferngesteuert werden in unseren Entscheidungen und Verhaltensweisen? Und meine Einschätzung mittlerweile ist, es ist nicht nur ein hypothetisches Szenario, das geschieht schon längst mit mehr oder weniger Erfolg. Aber je mehr persönliche Daten von uns gesammelt werden, desto erfolgreicher wird das. Das heißt, es geht bei der Sammlung von persönlichen Daten nicht in erster Linie um Terrorbekämpfung. Da ist es nämlich gar nicht besonders effizient, sondern es geht um Verhaltenssteuerung, und zwar von jedem von uns. Ja? Das heißt, man ist an uns interessiert, weil man uns steuern möchte. Und das mag ja vielleicht nicht schlecht sein, manche halten das sogar für eine sehr gute Idee, man spricht von liberalen oder libertären Paternalismus, der umsorgende Staat, der sich um uns kümmert, dass wir keine Fehler machen, und im Prinzip könnten wir auch andere Entscheidungen treffen, wir tun es halt nur nicht. Und meine Befürchtung ist, das wird uns in den Abgrund bringen. Ja, ich erzählte Ihnen vorher von diesem Auto, das mit vollem Karacho aufs Cliff zufährt. Das war das Zitat von einem AI-Experten, Artificial Intelligence-Experten. Ja, ich glaube, wir sind auf keinem guten Weg, und wir müssen nochmal drüber nachdenken, ob wir nicht auf diesen Pfad B abbiegen müssen. Warum? Es gibt keine sicheren Informationssysteme. Das Pentagon ist gehackt worden, das White House, der Bundestag, egal welche Firma, ich glaube, es gibt niemanden, der nicht schon gehackt worden ist. Am WEF wurde gesagt, es gibt zwei Arten von Firmen, die gehackt wurden und die es noch nicht wissen. Ja? Also, das ist letzten Endes das Problem. Das heißt, solche Informationssysteme wären unglaublich mächtig, aber sie wären selber letzten Endes missbrauchbar. Ja? Terroristen, Extremisten würden gerne natürlich so ein Instrument haben. Das Instrument selber wäre auch manipulierbar. Ja? Das heißt, möglicherweise macht es gar nicht das, was es soll. Also es gibt jede Menge Probleme hierbei und insbesondere jede Menge Gefahren für die Demokratie. Und ich kann nur sagen, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann gibt es die Demokratie nicht mehr lange. Wir sind in einer ausgesprochen gefährlichen Situation aus dieser Perspektive. Und es gibt Leute, die sagen, vielleicht ist die Demokratie ja ein Modell, was ausgemustert gehört.
Ja, vielleicht ist sie nicht mehr zeitgemäß, vielleicht hat sie nicht mehr genügend Performance und so weiter und so fort. Und diese Argumente muss man ausgesprochen ernst nehmen, weil sich da was zusammenbraut, meiner Meinung nach. Und ich bin der Meinung, die Demokratie hat nicht ausgedient. Sie kann vielleicht so eine Frischzellenkur vertragen, aber Pluralismus und Diversität werden in Zukunft auch die Erfolgsprinzipien sein. Das Problem ist, wenn man nun all unsere Entscheidungen zu steuern versucht, dann geht eine ganz wichtige Eigenschaft unserer Gesellschaft verloren, die Weisheit der Vielen. Und was im Grunde genommen heutzutage der Fall ist, dass jeder von uns in einer Filterbubble lebt. Das ist wie so eine Art digitaler goldener Käfig, in dem fühlen wir uns wohl, weil der ist auf uns zugeschnitten. Ja? Wir werden nicht gestört von Informationen, die wir nicht haben möchten. Ja? Jedenfalls viel weniger als früher. Wir müssen uns nicht mit anderen Meinungen auseinandersetzen, wenn wir das nicht wollen. Ja? Es wird so eine Kuschelwelt um uns herum aufgebaut, aber letzten Endes verlieren wir eben auch die Kommunikationsfähigkeit. Und das sieht man insbesondere in der Politik. Ja, das sind Daten, die analysiert wurden, die ganz klar zeigen, dass Republikaner und Demokraten auseinandergedriftet sind in den letzten Jahren in Amerika und deswegen auch nicht mehr miteinander reden können. Wenn die über Gesundheitsreform reden zum Beispiel, dann benutzen die verschiedene Worte. Die verstehen sich gar nicht mehr gegenseitig. Folglich können sie auch keine Kompromisse mehr finden. Das heißt, unsere Gesellschaft fragmentiert und überdies müssen wir berücksichtigen, dass zwar die Prozessorleistung explodiert exponentiell, verdoppelt sich alle 18 Monate, aber die Daten sammeln sich noch viel schneller an. Ja, zwar können wir dadurch bessere datenbasierte Entscheidungen treffen, aber es tut sich hier eine Lücke auf, die immer größer wird. Und irgendwann werden wir die meisten Daten gar nicht mehr anfassen können. Die werden zwar produziert, aber wir können da nicht reinschauen. Wir müssen dann entscheiden, okay, welche Daten schauen wir uns an und welche vernachlässigen wir. Und wenn Sie da einen Fehler machen, dann übersehen Sie wichtige Entwicklungen. Wie das schon in den letzten Jahren der Fall war. Ja, während sich die Welt nach dem 11. September auf Terrorismusbekämpfung konzentriert hat, kam die Finanzkrise auf. Ja, während man sich mit der Finanzkrise beschäftigt hat, kam plötzlich der arabische Frühling. Ja, während uns das beschäftigt hat, war die Ukraine-Krise vor der Tür. Und jetzt IS und wer weiß, wie lange es unserer Demokratie noch gut geht. Also wir haben so. Wir sind in dieser Gefahr, dass wir wichtige Entwicklungen übersehen, weil unsere Aufmerksamkeit fokussiert wird auf andere Themen. Also, und dann hier noch Explosion der Komplexität von Systemen explodiert noch viel schneller, weil wir Systeme miteinander vernetzen. Dadurch entstehen neue Systeme und immer mehr Möglichkeiten. Und das bedeutet, auf die Dauer wird die Top-Down-Kontrolle nicht gut funktionieren. Und wir müssen zu einem neuen Paradigma kommen. Und das ist letzten Endes verteilte Kontrolle. Und wenn man das wiederum übersetzt in wirtschaftliche und gesellschaftliche Begriffe, bedeutet das Partizipation. Ja, so wie wir das in der Schweiz haben. Was ganz wichtig ist und, glaube ich, bei diesem zentralen Steuerungsansatz durch einen weißen König vernachlässigt wird, ist der Umstand, dass die am weitesten entwickelten Ökonomien die diversesten sind. Ja, Diversität ist unverzichtbar für mehrere Dinge. Für hohe Innovationsraten, für gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit gegenüber unerwarteten Ereignissen und bei der digitalen Revolution steht uns einiges Unerwartetes bevor. Also wir müssen flexibel reagieren können. Dafür muss es möglichst viele Ideen geben, sodass es irgendwo hoffentlich eine Lösung gibt, die wir zum Einsatz bringen können. Und drittens, kollektive Intelligenz. Auch die erfordert möglichst viel Diversität. Und wir sehen auch hier in dieser Grafik, die zeigt, wo Ideen entstehen in grün und wo sie konsumiert werden in rot. Die Orte, wo neue Ideen entstehen, das sind Demokratien. Ja?
Das sind nicht top-down gesteuerte Länder. Und in Zukunft brauchen wir sicherlich mehr Ideen und nicht weniger. Ja? Wir haben viele ungelöste Probleme in der Welt. Und deswegen müssen wir lernen, die besten Ideen von vielen intelligenten Menschen zusammenzubringen. Und meinetwegen auch künstliche Intelligenz, also ein Netzwerk von Intelligenzen, die zusammenwirken, je nach Bedarf, flexibel, aber nicht zentralistisch. Und ja, die Frage ist, was können wir eigentlich machen, um jetzt neue Jobs zu kreieren? Ja, ich sagte, 50% werden wegfallen in den nächsten Jahrzehnten, manche glauben, es sind noch mehr. Ja, wie gehen wir damit um? Es ist nicht damit getan, dass wir irgendwie Essen und Trinken zu Hause haben und irgendwie Computerspiele den ganzen Tag spielen. Die Leute brauchen das Gefühl, gebraucht zu werden. Sie wollen was Vernünftiges tun. Ja, sie wollen sich engagieren. Ja, wir müssen Tätigkeiten finden, die erfüllend sind und die irgendwie einen Nutzen bringen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits tut sich ein ganz neues Geschäftsfeld auf mit Big Data Analytics. Daten sind das neue Öl, wird oft gesagt. Wir müssen also lernen, diesen Rohstoff zu destillieren, zu transformieren in nützliche Informationen, in anwendbares Wissen, vielleicht in Weisheit. Und dieser Destillationsprozess geschieht mit Algorithmen und das ist die Kunst, die man in Zukunft beherrschen muss. Dann haben wir natürlich Informations- und Wissensproduktion als Kernaktivität in Zukunft. Kreative Arbeit wird viel wichtiger werden. Personalisierte Produkte, ja, auf Sie ganz persönlich zugeschnittene Produkte und Services, das wird entscheidend werden. Und in der Tat, viele von uns werden ein eigenes Business gründen oder gründen müssen. Ja. Aber jetzt entstehen auch neue Möglichkeiten zu produzieren, mit 3D-Druckern zum Beispiel. Also es ist möglich, dass Sie sich mit Leuten zusammentun und sogar ein ganzes Auto oder so erfinden, dass man mit dem 3D-Drucker, nicht mit den einfachen, aber doch mit 3D-Druckern produzieren kann. An diesen Konzepten wird gearbeitet. Sie könnten eine eigene Autofabrik haben und Autos weltweit verkaufen im Prinzip. Ja, solche Dinge werden jetzt möglich. Also selbst Häuser kann man ausdrucken, natürlich mit gigantischen 3D-Druckern, mit speziellen, aber all diese Dinge passieren jetzt. Das ist Wahnsinn. Co-Kreation wird wichtig werden, das Zusammenarbeiten, Zusammenführen von verschiedenen Ideen. Der Konsument wird nicht einfach nur der passive Konsument sein, er wird selber beitragen zum Produkt, zum Finish, aber auch zur Erfindung neuer Produkte. Manche Firmen beziehen das schon aktiv mit ein. Und dadurch entstehen oft bessere Produkte, die näher am Kunden sind. Also viele interessante Möglichkeiten. Sie müssten also beginnen, darüber nachzudenken, den Kunden als Co-Produzenten zu sehen, dem man gegebenenfalls auch etwas bezahlt. Ja? Also eine völlig neue Perspektive, weil er Ihnen vielleicht hilft, noch bessere Produkte zu produzieren, die dann noch mehr Absatz haben. Also vernetztes Denken wird enorm wichtig und auch in einem Zusammenhang, der jetzt immer mehr aufkommt, spektakuläre Entwicklung, die Sharing Economy. Manche sind nicht begeistert davon, weil man sich denkt, dann können wir ja nicht mehr so viel verkaufen. Ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung. Ich möchte es mal folgendermaßen darstellen. Die Sharing Economy war eigentlich ein Nebenprodukt der Wirtschaftskrise, glaube ich. Ja, Jahrzehnte haben wir darüber gesprochen, wie können wir eine nachhaltige Ökonomie bauen. Und es hieß immer, ja, wir müssen den Gürtel enger schnallen, wir sollen nicht so viel ins Ausland fliegen und das Auto zu Hause stehen lassen. Und keiner wollte irgendwas in diese Richtung tun. Ja, da rein, dort raus. Niemand wollte diese Art von nachhaltiger Wirtschaft. Nun plötzlich passiert sie einfach, sie ist da, ja, sie ist vom Himmel gefallen quasi, weil Leute arbeitslos geworden sind, wollten ihren Lebensstandard halten, wurden erfinderisch, haben
das, was sie hatten, mit Nachbarn, Kollegen und so weiter getauscht. Und in der Tat, die meiste Zeit steht das Auto nur rum. Die Mohrmaschine benutzt man zweimal im Jahr und so weiter und so fort. Muss nicht jeder haben. Und plötzlich wird klar, dass wir hier so eine Art Kreislaufsysteme im Moment aufbauen, dass die begrenzten Ressourcen besser nutzt und dass es eigentlich ermöglicht, selbst in einer Zeit von einer wachsenden Weltbevölkerung mehr Lebensqualität für mehr Menschen zu schaffen, indem wir die Sachen, die wir gerade nicht brauchen, nicht einfach rumstehen lassen, sondern indem wir die koordinierte Nutzung organisieren. Also da sind interessante Entwicklungen im Gange und man muss es einfach verstehen, was da passiert, um da letzten Endes auf dieser Welle mitzureiten und damit Geld zu machen. Ja? Nun, ich glaube überdies, dass diese Länder führen werden, die verstehen, die speziellen Eigenschaften von Informationen bestmöglich zu nutzen. Ja? Als Ingenieur schauen Sie natürlich, welche Materialien haben welche Eigenschaften und davon hängt ab, wofür Sie das einsetzen. Sie bauen kein Flugzeug aus Gold, ja, weil das einfach zu schwer ist. Ja. Und Information ist eine ganz andere Ressource als Gold. Gold schließen wir irgendwie im Tresor ein. Informationen sollten wir nicht im Tresor einschließen. Ja. Informationen sind ein verderbliches Gut. Nach kurzer Zeit sind sie oft nichts mehr wert, weil sie veraltet sind. Ja. Wir müssen sie möglichst schnell an den Mann bekommen. Wir können sie so oft, wir wollen teilen mit anderen. Und das ist interessant. Wir können sie im Übrigen auch in einer Million oder sogar einer Trilliarde verschiedenen Möglichkeiten nutzen. Also Information ist eine unbegrenzte Ressource im Unterschied zu allen Materialien auf der Welt. Und deswegen muss man sich nicht entscheiden, entweder hat sie der eine oder der andere. Ja, wenn ich mehr davon möchte, muss ich es nicht jemandem anders wegnehmen. Und das heißt, dieser Konflikt, der bei Materialien automatisch impliziert ist, weil Materialien begrenzt sind, den müssen wir eigentlich nicht haben bei Informationen, sondern es wird denkbar, dass wir beliebig viele Kopien haben. Und es gibt Dinge, kulturelle Güter, die bekommen überhaupt erst Wert durch das Teilen. Kultur ohne Teilen von Informationen wäre undenkbar. Kultur ist das, was wir miteinander teilen. Ja? Und insofern ist eine Situation hier vorhanden, dass wir kein Nullsummenspiel hier haben in der digitalen Ökonomie. Und das geht sogar so weit, dass wir sozusagen Stroh zu Gold spinnen können, sogar noch weniger als das. Informationsbit können wir in Gold verwandeln und Bitcoin hat es vorgemacht. Ja? Aus dem Nichts quasi entstandenes Geld. Und insofern müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir diese neue 50-prozentige Ökonomie, der Teil, der wegbricht, jetzt neu aufbauen. Ja? Und klassischerweise haben wir die Ökonomie, die nach den Skalengesetzen funktioniert. Je mehr Stückzahlen man produziert, desto billiger produziert man. Das heißt, Einsparen war eigentlich das Rezept, um reich zu werden. Ja? Aber hier gibt es noch eine zweite Möglichkeit, nämlich Co-Kreation, die Erschaffung von kulturellen Gütern. Und da stellt sich heraus, es gibt mehr Wachstum, je mehr die Leute miteinander interagieren und so weiter und so fort. Funktioniert völlig anders, diese Ökonomie. Und die müssen wir jetzt erlernen, wie sie funktioniert. Sie funktioniert im Grunde genommen wie so eine Art Ökosystem. Ja? Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie kommen wir eigentlich von der digitalen Wüste, die Europa in gewisser Weise ist, dazu, dass es ein digitaler Urwald wird, wo es von allem mehr als genug gibt. Für jeden. Ja? Und dabei ist es wichtig zu sehen, ja, da müssen ab und zu Blätter runterfallen, damit es einen Humus gibt, in all diesen, in denen diese Pflanzen gedeihen können, von denen dann auch die Tiere leben können und so weiter und so fort. Ja? Man muss also ein bisschen was miteinander teilen. Ich will es Ihnen ein bisschen klarer machen. So, hier nur ein Beispiel dafür, wie Nudging funktioniert. Ja, die Frage ist, was sehen Sie auf diesem Bild? Ich habe jetzt gerade die Gründung von Alphabet erlebt. Ja, Google ist ja nicht mehr Google, sondern Alphabet. Sehen Sie hier irgendwas?
Ich garantiere Ihnen, Sie werden das nicht mehr vergessen. Ja, unbewusst sehen wir da schon was. Das ist das, was da geschrieben steht. Made Sex. Und da ist sogar ein X. Ja, das ist diese unbewusste Beeinflussung, die da passiert durch diese Firma. Ja. Gut, was möchte sie uns damit vielleicht sagen? Ja, hier diese ganzen Buchstabenwürfel, da gibt es unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Ja. Und das ist, wie diese neue Ökonomie funktioniert. Ja. Das heißt, einer alleine kann diese Werte nicht erschließen. Ja, es braucht mehrere. Und dann passiert eben das. Ja. Es gibt eine Vermehrung von Ideen, von Möglichkeiten. Und statt einer linearen Innovation, ja, wo alle 2 Jahre ein neues Produkt rausgegeben wird, haben wir eine exponentielle oder sogar eine faktorielle Explosion von Innovation, wenn wir nur anfangen, interoperable Schnittstellen zu machen, ja? Kompatibel zu sein. Denn dann ist es so, dass mit den Dingen, die existieren, neue Dinge geschaffen werden können. Und je mehr Dinge geschaffen werden, desto mehr Dinge werden möglich. Ja? Und das ist genau dieses Prinzip, ein Informations-, Innovations- und Produktionsökosystem zu schaffen, wo alle irgendwie ihre Ideen einbringen können. Ja, und wie ich schon gesagt habe, in dieser diversen Welt ist Interoperabilität wichtig. Das heißt, wir werden digitale Assistenten brauchen, die uns helfen dabei, mit dieser Diversität umzugehen, aber die sollten dezentral gesteuert werden, von uns selber. Das ist, glaube ich, entscheidend. Die Frage ist, wo bekommen wir jetzt diese ganzen Informationen her, die Daten, die man braucht für solche digitalen Assistenten und um dieses Informationsökosystem aufzubauen. Und da haben wir an einem Konzept begonnen zu arbeiten, das wir NervousNet nennen oder planetares Nervensystem. Und alles, was es braucht, sind Sie und Ihr Smartphone und mehr eigentlich nicht. Denn wenn wir zusammenarbeiten und dieses System zusammen aufbauen, dann können wir nämlich unglaublich mächtige Informationsplattformen selber schaffen. Und zwar deshalb, weil in jedem Smartphone ungefähr 15 Sensoren enthalten sind. Ja? Da wissen Sie in der Regel nicht viel davon. Sie benutzen das nicht bewusst. Ja, Sie telefonieren vielleicht, benutzen es als Kalender oder was. Aber das Interessanteste für die Zukunft sind all diese Sensoren. Ja? Dann können wir nämlich diese Sensoren miteinander vernetzen und ein globales Messsystem schaffen, das uns in Echtzeit sagt, was eigentlich los ist in der Welt um uns herum. Ja, wir können zum Beispiel Beschleunigungsdaten messen, X, Y, Z-Richtung, und dann fragen Sie sich, okay, was soll da interessant sein, dran sein? Ja, zum Beispiel könnten wir Erdbeben messen. Denn wenn eins von Ihren Smartphones wackelt, dann bedeutet es vielleicht, dass Sie mit dem Mountainbike unterwegs sind. Aber wenn alle unsere Smartphones gleichzeitig wackeln, dann heißt es, nichts wie raus, so schnell wie möglich, ja? Warnungen an Ihre Familie, Freunde, Kollegen und so weiter. Ja? Unsere Smartphones können das zusammen automatisch machen. Nur wenn wir diese Sensoren aufschalten, um Informationsströme zu nutzen, dann wollen wir dem System auch vertrauen können. Wir wollen nicht, dass da einfach Daten abgesaugt werden. Wir haben keine Kontrolle darüber. Keiner von uns, glaube ich, würde das begrüßen. Und insofern ist wirklich das Entscheidende bei dem System, was wir bauen, maximale Kontrolle durch den Nutzer. Ja, Sie entscheiden, welche Sensoren Sie aufschließen, ob Sie die Daten nur für sich selber verwenden wollen, ob Sie sie teilen wollen, welche Sie teilen wollen, für wie lange und so weiter und so fort. Also die Idee ist, dieses planetare Nervensystem als Bürgernetzwerk zu bauen. Ja, gemeinsam und auch vom Bürger gemanagt. Und damit so eine Art Echtzeit-Daten-Wikipedia zu schaffen. Ja, eine Informationsplattform, die für alle da ist und die ein unglaubliches Datenreservoir für alle erschließt. Ja, Sie können dann eine Beratungsfirma aufmachen oder Services, Produkte welcher Art, auch immer. Ja. Ihre Nachbarn werden Ideen haben, Ihre Kollegen. Also
neue Möglichkeiten für jeden zu schaffen, dass da auch Arbeitsplätze wieder entstehen können. Also wenn wir das richtig aufsetzen, dann ist diese Ermöglichung von Nutzern, von Käufern, von Bürgern letzten Endes geeignet, um bessere Services und bessere Produkte zu schaffen, erfolgreichere Businesses, bessere Nachbarschaften, intelligentere Städte und intelligentere Gesellschaften. Ja, und mit diesem ServiceNet können wir viele Dinge machen. Hauptfunktionalitäten sind Echtzeitmessungen der Welt um uns herum, mehr Bewusstsein dessen, was eigentlich die Möglichkeiten sind, die wir haben, die Alternativen, was sind auch die Folgen von diesen verschiedenen Möglichkeiten, also bewusste Entscheidungen, wissenschaftliche Einsichten, um letzten Endes besser zu verstehen, wie unsere Welt funktioniert und dann auch erfolgreicher tätig werden zu können. Und selbstorganisierende Systeme zu bauen und schließlich kollektive Intelligenz. Und hier sind ein paar kurze Anwendungsbeispiele zum Schluss. Das Prinzip ist, dass man diese Echtzeitdaten für Echtzeitfeedbacks benutzt. Und damit kann man zum Beispiel diese schrecklichen Stop-and-Go, während wir jeden Tag auf der Autobahn erleben, abbauen. Ich sehe schon, ich muss ein bisschen schneller machen. Deswegen überspringe ich das, finden Sie aber auch im Internet. Wir können selbstorganisierende Ampelanlagen bauen, die viel effizienter sind als diese zentral gesteuerten, die wir heutzutage haben. 30-40% bessere Performance. Smart Grids, Industrie 4.0, natürlich auch sehr stark unter Benutzung dieser Internet der Dinge-Technologie und auch Smart Cities. Also, warum machen wir das nicht einfach zusammen? Vielen Dank.